jetzt geht's los. Die Maus, jetzt auch bei YouTube. Augen auf, Ohren auf. Sei du klug und sei dabei, wenn ich in Hamburg unterwegs bin und so. Mit der Money Show. Hallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zur zweiten Money Show. Und auch ein herzliches Hallo an meine gute Freundin und Co-Moderatorin Annika. Moin Money und hallo an alle anderen da draußen. In unserer Sendung heute geht es um Zauberei und, halt dich fest, Annika, und mach dich schon mal locker, um Beweglichkeit. Und worum geht's in echt? Naja, heute wird getanzt. Naja, hoffentlich kein Walzer, ne? Nein, es ist schon etwas moderner, aber Beweglichkeit ist da sehr wichtig. Na, das ist dann ja der perfekte Moment für unseren Zauberer Lukas. Der hat nämlich auch ganz bewegliche Finger. Na, das wird cool. Vielleicht kann er uns ja ein paar zusätzliche Mäuse zaubern. Ja, erstmal muss er uns den richtigen Zaubertrick beibringen. Und dann können wir mal gucken, ob das was wird. Na, dann wollen wir nicht mehr lange reden, sondern loslegen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Aber Manni, dein Tageswitz und die Stadtteilsparer. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Ich bin nur immer so ungeduldig. Naja, nun, hier kommt mein Tageswitz. Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Keine Ahnung. Ein Kaktus. Oh Mann, ab zu Phil. Hallo Leute, ich bin heute mal wieder unterwegs, um euch eine ganz coole Sache vorzustellen. Breakdance, heute hier bei Billys Tanzstudio in Hamburg und verabredet bin ich mit Pete und mit Luis. Und die beiden Jungs werden uns mal ein bisschen was erzählen über das ganze Thema. Und ich bin ganz besonders gespannt, weil ich früher auch getanzt habe und werde nachher auch ein bisschen mittanzen, glaube ich. Also Pete, erzähl doch mal, wie bist du zum Breakdance gekommen? Also ich war mit meinen Eltern in Westerland auf Sylt unterwegs und da haben wir Straßentänzer gesehen. Und ich fand das halt cool, die Moves, und dann habe ich ein Jahr später angefangen. Welche Moves gibt es denn beim Breakdance, die man irgendwie unbedingt können muss? Natürlich erstmal Schritte, V-Step, E-Step, Six-Step und dann noch Baby Freeze. Das ist dann ein Move. Es gibt ja auch sogenannte Power Moves. Was sind Power Moves? Kannst du uns das erklären? Power Moves sind quasi Moves, für die du viel Energie brauchst und die immer schnell passieren. Erzähl doch mal, was ist zum Beispiel ein Power Move? Es gibt Windmill. Flair, Air Flair. Headspin, ist das auch ein Power Move? Kannst du ein Headspin? Also Headspin kann ich nicht, das ist auch ein Power Move, und Handglider ist auch noch ein Power Move, und den kann ich aber. Pete, was ist dein Lieblingsmove beim Breakdance? Also mein Lieblingsmove ist Air Freeze und mein Lieblingspower Move ist Handglider. Was gefällt dir besonders gut am Breakdance? Ich finde gut am Breakdance, dass man immer Spaß hat, dass man sich ein bisschen frei fühlen kann, dass man alles rauslassen kann, dass man sich gegenseitig hochpusht und dadurch auch immer besser wird. Und Luis, was gefällt dir besonders gut beim Breakdance? Also, dass man sich so schnell bewegt, aber auch dann wieder langsam. Und ich spiele ja auch Fußball, und da beim Fußball kann ich die Bewegungen vom Breakdance da ein bisschen mit einbeziehen. Das musst du mir mal erklären, wie beim Fußball. Was machst du dann? Machst du dann irgendwie einen Headspin mitten auf dem Platz? Zum Beispiel beim Breakdance, da zieht man ja viel so seinen Körper so hin und her. Das mache ich dann halt auch beim Fußball. Okay, auf jeden Fall bewegst du dich ein bisschen entspannter und geschmeidiger auf dem Fußballplatz. Cooler Tipp. Vielleicht sollten wir das mal der Nationalmannschaft vorschlagen, irgendwie, dass sie beim Breakdance ein bisschen mitmachen. Okay, und braucht man irgendwie spezielle Kleidung fürs Tanzen? Also zum Breakdance braucht man eigentlich keine speziellen Klamotten, nur so gemütliche Sportklamotten, eine Jogginghose und Sachen, in denen man sich gut bewegen kann, und am besten Sneakers. Okay, cool. Was sind denn so die Hauptmoves, die es so gibt beim Breakdance? Also was man auf jeden Fall kennen muss, sind Top Rocks, Down Rocks, Power Moves und Freezes.
Warum kannst du das anderen Kids empfehlen? Einfach, weil es Spaß bringt und man kann Freunde finden dadurch in der Breakdance-Gruppe. Man bewegt sich viel, es läuft coole Musik und ist einfach total cool. Also Leute, das war's hier heute vom Breakdance. Wir sagen Tschüss und verabschieden uns mit einer coolen Pose, okay? Hey, das waren ja coole Moves. Weißt du eigentlich, dass ich auch schon mal ein Musikvideo gemacht habe? Klar, Manni, das hast du mir schon locker 100 Mal gezeigt. Aber deine Hörspiele mag ich auch wirklich gern. Wirklich? Welches mochtest du denn am liebsten? Das mit dem Handydieb war richtig toll, aber eigentlich mag ich alle gerne. Und falls ihr auch ein Hörspiel haben wollt, die gibt's in jeder Hasba-Filiale. Genau, aber nun wollen wir unseren Gast begrüßen. Lukas Kaminski, ein echter Zauberer! Hey! Hallihallo! Hallo Lukas! Das war ja schon mal ein toller erster Trick! Ich bin begeistert! Ja, ich hab mich nicht lumpen lassen. Ihr habt gesagt, ihr wollt einen Zauberer haben, also muss ich ja auch wie ein Zauberer auftreten, oder nicht? Ja, wirklich mäusestark. Aber sag mal, wie bist du denn drauf gekommen, Zauberer zu werden? Also, ich glaube, wie man darauf kommt, ist leichter, als davon wieder loszukommen. Weil jeder hat ja irgendwann mal Berührungspunkte mit Zauberei. Also, im Kindesalter sieht man irgendwo einen Zauberer, man begeistert sich dafür und einige schaffen es, loszukommen davon und andere nicht. Bei mir war es so, dass ich dabei geblieben bin. Aha, ich verstehe. Und hast du eine Zaubererausbildung gemacht oder wie wird man Zauberer? Es gibt leider nicht so richtig eine Ausbildung dazu. Es gibt verschiedene Kurse, die man besuchen kann. Es gibt ein tolles Netzwerk, was man besuchen kann und pflegen kann natürlich unter Zauberer selbst. Und dort bringt man sich dann verschiedene Sachen bei. Und dann heißt es noch ganz viel Lektüre mit sich führen und dort nachschlagen und lesen, was die alten großen Meister dort niedergeschrieben haben. Lukas, ich bin schon richtig ungeduldig und gespannt auf den ersten Trick. Na gut, das habe ich mir schon gedacht. Dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Aber vorher, ganz wichtig, damit der Trick auch sauber bleibt, einmal die Hände und die Pfoten desinfizieren. Ne? Danke dafür. Okay. Ihr habt mich eben gefragt, wie ich denn so am Anfang die ersten Zaubertricks gemacht habe. Und mit die ersten Zaubertricks, beziehungsweise die ersten Sachen, die man als Zauberer bekommt, sind unter anderem sowas wie ein Tuch. Ich weiß, ist nicht besonders spektakulär. Aber jeder Zauberer hat das eigentlich am Anfang. Ein ganz einfacher Zaubertrick, indem man das Tuch nimmt, langsam in seine Faust stopft und dabei dann irgendwelche magischen Gesten macht. Aber das geht nicht einzig und allein nur so, denn es braucht eine wichtige Sache. Weißt du, was das ist? Ganz wichtige Sache, die man immer braucht als Zauberer, ist, habe ich es jetzt? Hier, ein Zauberstab. Gut, ist nur ein Stift, ja, aber in der Fantasie kann das alles sein. Zum Beispiel auch ein Zauberstab. Und das heißt, wenn du jetzt einfach mal dir vorstellst, dass das ein Zauberstab ist, dann klick einmal da drauf. Mit dem Zauberstab, genau. Genau, ich habe hier, habe ich noch einen zweiten sonst? Nee, okay, nimm den. Wunderbar. Oh, zweimal sogar. Oh, denn jetzt, darauf war ich nicht vorbereitet. Dann muss ich mal gucken, was jetzt. Oh Gott. Oh, was passiert denn da? Warte. Das. Okay. Hey! Mäuse, stark! Jetzt bin ich schon gespannt auf deinen nächsten Trick. Jetzt doch einsehen? Ja, klar. Okay. Gut. Dann brauche ich ein bisschen mehr Platz. Vielleicht machen wir es mal so. Zum Glück habe ich nicht nur einen Trick dabei, sondern gleich mehrere. Kennt ihr euch so ein bisschen mit Seilen und Knoten aus? Ja, ich schon. So die Schuhe alleine zubinden, das wäre jetzt das, was wir brauchen dabei. Ja. Okay, super. Dann habe ich was dabei, was ihr zu Hause überall finden könnt. Und zwar drei Seile. Okay. Und mit den drei Seilen ist es eigentlich ganz einfach. Alles, was wir brauchen, ist ein Seil, das gebe ich dir schon mal. Dankeschön. Und zwei weitere Seile, mit denen wir arbeiten. Und erstmal müssen wir schauen, ob es ein normales Seil ist. Ist das ein normales Seil? Ja. Das erkennt man eigentlich daran. Dehnbar. Ein bisschen dehnbar, genau. Das erkennt man daran, dass wir einen Anfang und ein Ende haben und eine Mitte. Richtig? Ja.
Genau. Das heißt, wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht in der Mitte verlieren und auf einmal ein Seil verlieren, sodass wir dann gar nicht mehr wissen, wie viele wir jetzt haben. Deswegen gut aufpassen und nicht ablenken lassen, denn es hat schon längst begonnen. Du sagtest, du kennst dich mit Knoten aus ein bisschen, kannst die Schuhe alleine zuknoten, das geht schon, ja? Mhm. Gut, dann möchte ich dich bitten, einfach diesen Knoten festzuziehen, sodass wir sehen können, dass der Knoten wirklich fest ist. Feste ziehen. Oh, jetzt? Jetzt ist er abgegangen. Jetzt war, wo ist denn jetzt die Lücke, dass ich... Vielleicht gib mir die einfach nochmal zurück, ganz kurz. Kein Problem, wenn das passiert, Knoten öffnen, Enden nehmen, einmal um das Seil drum rumwickeln, schubidu, schubidu. Und jetzt brauche ich einmal einen magischen Schnipser von dir. Einfach einmal schnipsen. Wunderbar. Und dann gehen die Enden langsam wieder in das Seil rein und dann haben wir das ganze Seil wieder komplett. Wow, also das ist ja wirklich ein Applaus wert. Dankeschön, danke. Sehr gut, Lukas. Und jetzt, ich glaube, du wolltest uns ja auch noch einen Trick zeigen oder beibringen, stimmt das? Okay, lasst mich überlegen. Ihr erinnert euch an das Tuch am Anfang? Ja. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Trick, den kann ich euch zeigen mit einem Tuch. Und zwar geht es dabei, wo habe ich es denn? Hier. Nicht nur um ein, sondern um zwei Tücher direkt. Und diese Tücher färben sich, indem man sie einfach mit einer magischen Geste versieht, einmal schnipsen und dann langsam nach und nach färben sich beide Tücher komplett in die andere Farbe. Oh Mensch, wie geht das? Das Geheimnis liegt in dem Tuch. Dort haben wir ein Tuch umgestülpt um das andere Tuch. Wenn du möchtest, kannst du es gerne mal in die Hand nehmen und selber versuchen. Einfach die Ecke greifen und runterziehen und dann siehst du, die Tücher verwandeln sich von gelb und grün zu blau und rot. Hey, Annika, du kannst zaubern! Klasse! Aber wichtig ist dabei immer, erst üben und dann zeigen. Und nicht verraten. Genau. Ich habe ja für dich extra noch was mitgebracht, Manni, weil ich gehört habe, dass du das gerne magst. Und zwar habe ich hier ein bisschen Käse dabei. Käse? Ja. Und wie geht der Trick? Also das ist ein ganz toller Trick. Ich würde den zuerst nehmen. Warte, mir fällt gerade ein, ich kenne da auch einen sehr guten Käsetrick. Gib mal her. Das ist der Käseverschwendibus. Her mit dem Käse. Schnell. Okay. So, und jetzt seht ihr den Käse noch und im nächsten Moment... weg ist er! Käseverschwindibus! Nicht schlecht. Also, Manni, wie der geht, das musst du mir noch mal verraten, so als Nein, 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 das ist mein Geheimnis. Okay. Hast du noch ein Stück Käse? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war mein letztes. Schade. Aber auf jeden Fall ganz toll, dass du hier warst und so viele tolle Tricks gezeigt hast. Aber jetzt zum Schluss haben wir noch ein kleines Spielchen, wo auch dein ganzer Körper zeigen muss, wie beweglich er ist. Und da haben wir eine Challenge. Klein gegen groß, also Annika gegen dich. Und wir werden ein paar Übungen zeigen, die ihr dann nachmachen müsst. Annika, bist du dabei? Ja, klar. Okay. Lukas, bist du auch dabei? Nimmst du die Challenge an? Na, logo. Okay. Und als erstes kommt nun die Schwalbe. Los, Annika. Wow, sehr gut. So, Lukas, jetzt bist du dran. Oh, okay, ich versuch's mal. Also, das eine Bein hoch und dann so nach vorne. In etwa so. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Super. Dankeschön, danke. Oh. Sehr gut. Und das könnt ihr natürlich zu Hause auch nachmachen, ja? Okay, jetzt kommt die nächste Übung. Und zwar, schaut mal, die Spinne, die macht den Einbeinstand. Sehr, sehr schwierig. Annika, komm, hier bist du klar im Vorteil. Wow, sehr gut. Applaus, Applaus. Nun bin ich gespannt, Lukas. Oh, ich auch. Okay. Komm, zeig mal, was du hinzauberst. Also Einbein, Spinne, Bein. Oh Gott. Ja, gar nicht mal so schlecht. Okay, okay. So, eine Übung haben wir noch. Was haben wir hier? Den Gorilla-Gang. Schaut.
Und dann gehen, genau. Guck mal, sogar mit durchgestreckten Beinen. Und geh ruhig nochmal zurück, Annika. Ja, versuch das ruhig mal zu Hause nachzumachen. Das ist gar nicht so einfach. Sehr gut. So, Lukas. Alles klar, das sah sehr einfach aus bei dir. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so einfach wird. Okay, und jetzt? Okay, warte. So? Ja, gar nicht mal so schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Pinocchio, aber okay, okay. Ach, was? Und da ich ja entscheide, wer hier gewinnt, muss ich sagen, Annika hat gewonnen, unser Tagessieger. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, Annika. So, Lukas, toll, dass du heute bei uns gewesen bist. Aber bevor du gehst, habe ich doch eine kleine Überraschung für dich. Für mich? Ein kleines Geschenk, aufgepasst. Oh, cool. Genau, ein Zauberwürfel. Ich danke aber dir. Aber nicht irgendein Zauberwürfel, nein, ein Money-die-Maus-Zauberwürfel. Da habe ich ein super Andenken an heute und werde mich damit heute auch den ganzen Tag lang beschäftigen und fleißig drehen. Sehr gut, mäusestark. Also, vielen Dank, dass du da gewesen bist und wir sagen jetzt Tschüss, auf Wiedersehen und Bye-bye. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Das ging aber wieder schnell. Ja, schnell ist er weg, wie der Mäuseblitz. Aber nun gut, jetzt kommen wir zu den Stadtteilsparern. Hallo, Phil hier. Ich bin mal wieder unterwegs für Money. Heute in Harburg auf der Suche nach den Stadtteilsparern. Schiedwetter mal wieder, aber ganz egal. Wir schauen mal, welche Kinder wir heute hier treffen. Hast du schon mal Geld gespart für irgendetwas? Ja, ich habe schon mal auf einem Trampolin mit meiner Schwester zusammen gespart. Und da übe ich jetzt auch momentan noch Tricks drauf. Wofür sparst du als nächstes? Momentan spare ich auf ein Downhill-Bike. Ein Downhill-Bike? Okay. Was hast du damit vor? Ich fahre meistens mit meinem Vater nach Winterberg. Da ist ein Park und dann fahren wir da immer ein paar Strecken. Ah, toll. Viel Spaß beim Sparen und auch wenn du dann das Downhill-Bike dir kaufst. Ja. Dankeschön. Hast du schon mal Geld gespart für irgendwas? Ja. Ja, wofür? Für ein Kuscheltier. Für ein Kuscheltier? Also magst du Tiere gerne? Ja. Aha, und kuschelst du noch mit dem Tier? Bisschen. Ein bisschen. Und sparst du jetzt auch schon auf irgendwas Neues? Ja. Worauf sparst du denn? Für ein Pferd. Was kostet denn so ein Pferd? Weiß ich nicht. Was denkst du denn? Kostet das viel oder wenig? Viel. Viel? Also musst du noch viel sparen? Ja. Ja, okay, na gut, dann drücken wir dir die Daumen. Okay? Mhm. Ciao. Hast du schon mal Geld für irgendwas gespart, was du dir auch gekauft hast? Ja, auf einen Nintendo Switch habe ich gespart und dann mir den auch gekauft. Und sparst du aktuell für irgendwas Neues? Ja, ich spare aktuell auf ein Auto, zum Beispiel ein VW oder ein Lamborghini. Okay, was wäre dir lieber so tendenziell? Eher VW oder Lamborghini? Was? Lamborghini. Ah, okay. Hab ich mir fast schon gedacht. Ja, toll. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es klappt. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir. Ja. Hast du schon mal für irgendwas Geld gespart? Ja, für ein ferngesteuertes Auto. Und ist das so ein normales oder irgendwie ein spezielles Auto? Ja, speziell schon. Es ist ein selbstgebautes und das ist nicht ganz langsam. Aha. Hast du irgendwie mal ein Foto davon? Ja, was? Warte, ich kann dir mal eins zeigen. Hier. Oh, wow. Das sieht ja super aus. Wie schnell fährt denn sowas? 60, 70 km/h. 60, 70? Wahnsinn. Das war doch interessant mal zu hören, wofür die Kinder in Harburg ihr Geld so sparen. Das war's aber auch schon wieder. Ich gebe zurück ins Studio zu Money. Ciao, ciao. Hey, das war doch wirklich eine super tolle Show. Was sagst du, Annika? Ja, die war mega. Vor allem das mit den Zaubertricks. Genau. Und wir machen es nämlich jetzt wie Lukas und zaubern uns weg und machen dann unseren Money-Tanz. 1, 2, 3. Jetzt geht's los. Die singt und rappt, die einzige Maus, die auf zwei Beinen durch.